Ja, Tag zusammen, frisch auf, Ahoi, Schalömmchen und Moin. Hodananda ist unterwegs und begrüßt den Sommer. Wir haben den kalendarischen oder meteorologischen, auf jeden Fall haben wir Sommeranfang. Ab heute, Sommersonnenwende ist rum, wir sind unterwegs in den Ruhrpott Highlands und zwar im wunderschönen Felderbachtal in der Elfringhauser Schweiz. Circa 8 Kilometer Rundweg, wir freuen uns schon, kommt einfach mit. Bis jetzt geht's gemütlich bergauf, leicht bergan, in einem schönen schattigen Buchenwäldchen. Die Straße ist ein bisschen zu unserer Rechten, hört man leicht, angenehm 25 Grad, jetzt kann's weitergehen. So, es geht mitten durch die Felder. Schmetterlinge zur Seite, wunderbar. Ja, das sind die Rolling Hills. Nähe Hattingen, ne? Schön Elfringhauser Schweiz. Im Fellwart Nierenhof. Ja, was ist das für ein Korn? Gerste, ne? Rogge? Rogge, würde ich sagen. Oder? Wenn das einer weiß, schreibt es mir bitte. Ja, das war wirklich witzig. Wir laufen hier gerade durch die Felder und kommen an ein Kornfeld vorbei und fragen uns gerade, was ist das denn? Weizen, Gerste, Roggen? Gerade auch eine Wanderung oder eine Wanderin so getroffen, nett ins Gespräch gekommen. Wir wussten es nicht so recht, ne? Also schämen uns ein bisschen, wer es weiß, sagt mir doch bitte Bescheid. Ich mache da gleich nochmal ein Foto. Und der schönste Beweis ist, dass wir hier auch Nähe Ruhrpott-Allgäu sind. Da hinten stehen die Kühe auf der Weide, ne? Also schöner geht eigentlich. Das ist wirklich herrlich hier so zwischen den Feldern. Er zirpt, brummt und summt. Ach, mein Gott. Als wärst du hunderte Kilometer weit weg, ne? Aber auch nur 20 Kilometer vom Essener Süden. Viertelstündchen bis hier. Wir haben einen Pottstein gefunden, am Wegesrand, wie süß. Legen wir aber, glaube ich, wieder aus. Ja, wie schön, hat sich einer sehr viel Mühe gegeben. Tolle Farben. Da soll mal einer sagen, NRW ist keine Urlaubsregion, ey. Also ich weiß nicht, wie viele Argumente wir da noch liefern müssen, ne? Das ist auf jeden Fall... Ja, ich überrascht mich selber immer wieder. Wie ein Kurzurlaub. Jetzt haben wir uns auch noch verlaufen, ey. Boah, einmal falsch abgebogen, bist du auf Osterinsel, ich geh kaputt. Einatmen. Ausatmen. Das ist das Geheimnis. Ja, ich sag mal so, für so ein Panorama musst du eigentlich anhalten. Kommt jetzt aber auch nicht ungelegen.
Mein Gott, ist das schön hier. Meinst du? Boah, Freude und Leid liegen dicht beieinander, ne? Und vor dem Abstieg kommt immer der Aufstieg. Puh. Aber da hinten sehen wir schon den Langenberger Sender. Ach, das verspricht ja wieder ein gutes Panorama zu werden. Dafür nehmen wir doch den kleinen Berg hier in Kauf. Das ist das typische Bild hier im Ruhrpott-Allgäu, ne? Oder die, ja, wie soll man sagen, Rolling Hills hier. Hoch, runter, zwischen Feld, Wald und Flur. Die Pferdchen stehen da oben. Ah. Mein Gott, das ist richtig, richtig, richtig toll. Das lädt den Altersakku um mindestens 150% auf. Ich hoffe, das hält auch nicht nur bis Dienstags, ne? Pferdchen! So, wir glauben, dass das ja Gerste ist, ne? Wir wissen das, höre ich gerade. Und ich habe gerade gesagt, dass dieses Feld so wunderschön glänzt, so seidig schimmert und sich so gemütlich im Wind wiegt. Ne? Das sieht total toll aus. Auch ein wunderschöner Kontrast vor diesem blauen Himmel mit den Wolken. Mö, hier fehlt eigentlich nur noch so Glocken, Kuhglockengeläut, ne? Oder mal eine Jausenstation. Ich glaube, das ist eine Geschäftsidee. Wie geil, ey. Ich bin voll der Pathfinder. Jetzt hast du schon Navi in der Tasche. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit. Meine Fresse, das sieht genauso aus wie die letzte Tour, die wir gemacht haben. Mann, guck dir das Feld an, der Weg hier, das Panorama ist der Knaller. Ja, kein Wunder, ich sag mal so, die sind wir auch schon mal gelaufen. Ungefähr auch bis hierhin, bis wir gemerkt haben, es war nicht richtig. Also kurzum, das ist die kurze Etappe, die wir auf dem Neanderlandsteig schon gelaufen haben. Ja klar, wir sind ja hier auf einer Entdeckerschleife. Vom Neanderlandsteig und wir kamen jetzt aus der anderen Richtung. Ne? Beim letzten Mal sind wir nämlich von einem Wanderparkplatz ausgestartet. Wir sind dann ebenfalls hier über die Felder und ich wundere mich schon, ey, sag noch gerade, guck mal, das sieht genauso aus, ey, wie bei der letzten Tour hier. Guck dir das an, da sind wir auch die gleiche Strecke. Und auch da abgewogen, das ist der Knaller. Ja, ich freue mich gerade sehr. Wie geil, guck mal, was wir hier gefunden haben. Einen kleinen Stand zur Selbstbedienung. Und zwar Bienenhonig aus der Elfringhauser Schweiz für 4,50 Euro. Ja, guck es dir an. Guck mal, ich gebe fast die Cent Trinkgeld. Das ist ein Traum. Genau so. Lindenblütenhonig. Sommerblütenhonig, 250 Gramm. Herrlich.
dass wir hier. So, Päusken erstmal. 6 Kilometer und ein paar zerquetschte. Wir sind mittlerweile auf dem wunderschönen Neanderlandsteig angekommen und stellen auch gerade wieder fest, dass wir vor kurzem den Weg bereits in die andere Richtung genommen haben. Deswegen kommt mir auch alles so wunderbar bekannt vor. Kurze Pause an einer der wenigen Bänke, ohne Mülleimer, also Abfall wieder mitnehmen, erst gar nicht rauchen. So, und dann genießen wir nochmal die letzten 2-3 Kilometerchen im wunderschönen Wodantal oder Felderbachtal. Jedenfalls im Ruhrpott-Allgäu, in den Rolling Hills, ist auf jeden Fall jede Menge los. Viele Wanderer, Spaziergänger, Motorradfahrer, Fahrradfahrer, aber alles ganz entspannt. So. Jetzt machen wir erstmal eine Jause oder Vespa. Bis dahin. So, das war's. Hier sind wir wieder. 8 Kilometer, paar zerquetschte. Die Felderbachrunde ab Nierenhof. Ja, das war wunderschön. Auf den Teilen des Neanderlandsteigs. Und wie gesagt, noch gar nicht allzu lange her, da haben wir die ähnlich umgekehrt gemacht, auf einer Entdeckerschleife. Also das war wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, absolut pittoresk. Herrliches Panorama, man kommt sich wirklich vor wie im Allgäu. Ne? Das sind wirklich dieses, das sind ja schon fast Ruhrpott Highlands, ne? Also wirklich Rolling Hills. Das ist einfach so angenehm, das läuft so sanft ins Auge ein, wirklich. Das ist eine ganz traumhafte Landschaft. Also wirklich malerisch, herrlich. Man muss nicht wirklich sportlich unterwegs sein. Man kann das problemlos auch als Spazierengehen bezeichnen. So die ersten 2-3 Kilometer muss man sich schon einlaufen, aber ja, ich sag mal, dann läuft das wie von alleine. Ne? Süße Sachen, wirklich herrlich, auch ganz liebevoll am Wegesrand. Lindenblütenhonig von der Imkerei da, regional produziert. Ne? Und der ehrliche Käufer legt da in Selbstbedienungsmanier das Geld in die Holzbox rein. Ja, toll. Also wie gesagt, gibt viel zu entdecken. Ich sag mal so, ja, wir werden auf jeden Fall weiter hier unterwegs sein, werden noch einige Videos folgen. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, lauft die Strecke nach oder in ähnlicher Form. Aber auf jeden Fall schaut euch hier die Elfringhäuser Schweiz an. Das ist einfach ein Traum. Und ja, bei allerbestem Wetter, ne? Und an diesem Bus kommt er sicherlich auch vorbei. Die Liebe bewahrt stets die Hoffnung, ne? Genau so ist das. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann, euer Schrömi von Potteinander. Ciao, ciao.